Ja, verkaufen. Verkaufen, das interessiert mich gar nicht, was Herr Pedersen sagt. Ja, wozu haben wir Arbeitsämter? Genau, alles verkaufen. Ja, gut, er hat 14 Kinder. Muss er halt ein bisschen weniger Videospiele spielen. Ja, tut mir leid. Leute wie mich gibt's halt nicht zensiert, nur uncut. Okay, richten Sie ihn schöne Grüße für mich aus. Vielleicht sehen wir uns ja mal nicht. Alles klar. Tschüss, ich muss hier ein bisschen an meinem Image arbeiten. Und, oh, Mist, die Kamera läuft schon. Okay, tschüss, Herr Schneitz. Ja, ciao und schöne Grüße an Ihre Kinder. Genau, wir wollen ja nicht, dass Sie auch noch arbeitslos werden, ne? Okay, ciao. Ja, hallo, vielleicht kennt und hasst und liebt ihr mich schon. Ich bin wieder der Herr Hinz und Kunz oder immer noch, das kann man ja sehen, wie man will. Ich habe mir hier mal eine Broschüre gekauft, meine ich, Entschuldigung bitte. Es geht hier um das Spiel Alone in the Dark. Alleine im Park. Das alleine an sich ist schon nicht weiter schlimm. Ich lese hier Dinge drin, wo ich sage, nee, also solche Sachen, Chinatown und was weiß ich für Dinge. Ich war natürlich schon mal in New York, habe dort auch mehrere Villen und will auch da mal wieder hin. gut, also ansonsten habe ich letztens Herrn Meierfelder getroffen, auch ein netter Mensch, mit dem ich schon zu tun hatte, der jetzt, was weiß ich, wo wohnt. Ich wohne inzwischen in seinem Haus. Und da habe ich unter anderem auch ein paar Videospiele und PC-Spiele also genommen, also geschenkt bekommen, kann man sagen, oder als Zahlungsbeigabe, damit ich mir meinen nächsten Maragoni-Schrank leisten kann. Und gut, er hatte Schulden bei mir und Schulden sind Ehrenschulden und die muss man auch jemandem gegenüber einhalten, der so ein arrogantes Arschloch ist wie ich. So, ich habe dann mal so seine Spiele durchgeguckt und ich habe eigentlich nur Scheiße vorgefunden, nur Schrott, nur irgendwelche Sachen Nabachzen mit oder ohne großen roten Aufkleber. Nichts für Kinderhände. Ich meine, er ist schon über 70 inzwischen, sucht auch keine Arbeit weiter mehr und hat einfach Freude daran, seine Aggressionen auszulassen an hilflose Pixelwesen. Merkwürdigerweise waren eigentlich fast alle Figuren, die er auf seinen Speicherständen genannt hat, nach Hinz und Kunz benannt, was ich jetzt so nicht ganz nachvollziehen kann, warum er seine Gegner in den Spielen eigentlich immer nach mir benannt hat. So, ich habe dann mal ein Spiel angespielt, das heißt Dead und Space oder nur Dead Space. Mein Englisch ist perfekt. Aber ich lasse den Namen mal in Englisch so stehen, denn in Deutsch klingt das bestimmt mega scheiße. So, ich habe das Spiel mal angespielt und ich muss sagen, das Spiel ist gar nicht mal so gut und es macht auch gar keinen Spaß. Ich verstehe nicht, warum man sich auf irgend so ein Raumschiff irgendwo im Weltall da mit irgendwelchen Kreaturen herumschlagen muss, wenn es schon genügend Arschlöcher hier auf dieser Welt gibt, zum Beispiel mich. Gut, ich bin ein Arschloch, ein Mega-Arschloch sogar, aber ich habe 14 Autos, 3 Villen, ein Äffchen und ein Pferd. Herr Hinz oder Herr Heinz oder wie sie alle heißen, die haben kein Äffchen und ein Pferd, sind doch keine Arschlöcher, aber sind eben arbeitslos. Ja, bevor ich mich jetzt verabschiede, ich muss hier noch genau die Liste durchgucken, was ich noch für Spiele beschlagt, geschenkt, also geliehen, also zur Abgleichung der Schulden bekommen habe, noch etwas durchsehen. Da sind noch interessante Titel bei wie Far Cry 2, Doom 3, Doom 1 und viele schöne andere Sachen, Diablo 2 und solche Sachen. Und ich werde auch mal gucken, was das für ein Müll ist. Ist ja kein Wunder, wenn Leute so einen Scheiß spielen, wenn sie alle moralisch, sittlich und auch psychisch verrotten. Ja, bis dann, ne?